my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. So ein to own. It's a wegen dem Rennen komplett. Hilfe! Echt jetzt? Oh. Ja. Full Wet oder? Ja. Digga, einfach so wie in der ersten Saison. Digga, scheiß drauf. Oh, Junge. Ich hab Bollen gemacht. Ich wollte aber eigentlich eher das Quali im Regen fahren als. Ach, scheiß drauf. Oh, das wird wild. Das wird richtig wild. Digga, das, die Runde wird gar nichts. Meine Sorgen sind bezotisch. Invalid, was ja? Schieß mal Handy. Ich guck mal. Okay, Faxland hat einen Stream, also streamt sein Rennen, da kann man vielleicht irgendwas luschern. Ja, sieht gut aus, Björn. JB ist PL. Gelato. Der hat ab die auf einer Runde. Das wird wild. Das haben wir unter Druck gesetzt in Affen. Und war gut, Seppo? Naja. Super. Die 5 für Bell Sepski. Macht so viele kleine Fehler. Oh fuck, mein Benzin. Huch. Das ist nicht Gelato, das ist der andere, sein Teammate. Ist der Teammate auf einer schnellen? Nein, Outlap, Fax dann. Also lass dich verpissen, Alter, Fax dann. Piss dich, du Affe. Ich hab vor dir, Oran. Nee. So, halte den. Persepski! P4! The one and only with one line, sagt er. Okay. Warwick's Rage hat's nicht geschafft. Damien auch nicht. Doch, Damien schon. Aber die Zeit ist ja wieder falsch. Tim, das ist der Zeitpunkt. Ja. Ich check wieder nicht, dass es nicht gemisst hat. Fuck, was wäre das? Was wäre das jetzt gewesen? 1658, was wäre das? Immer noch 58. Immer noch P4. Na, ah. Ah, ich bin nochmal 16.000 zu langsamer. Schade. Aber. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum vierten BBB Champions Series Liga-Rennen quasi. In Brasilien auf P5. Haben wir das Qualifying geschafft, Linus auf P1 und es kommt ein Regenrennen. Boah, Blitz, Monsunregen. Perfekt. Also ich weiß nicht, was Linus für ein Psycho ist, was ERS-Usen beim Exit im Regen angeht, aber. Nimm mal minus anderthalb Runden mit. Geht schon los, okay. Ja, Digga, diese Autisten hier mal direkt drücken. Ich hoffe 3-7. Aber trocken wird's auf gar keinen Fall. Jo, drück mich raus, Digga, scheiß drauf. Kann ich auch, du Affe. Was denn? Unsere Benzinreserven sind sehr niedrig. Versuche früher hochzuschalten. Dadurch sparst du etwas Kader. Benzin. Stark. Egal, wenn der mich so rausdrückt, drück ich ihn auch so raus. Das ist ja. Erstmal das gleiche wie gegen Colin gestern gemacht, das ist ja stark. Aber da hier war es noch ein bisschen heftiger.
Digga, ich sehe nichts. Digga, das ist so schlimm, ne? Hilfe. Gar nichts, obwohl ich vorne bin. Perfekt. Ja, die ist so am Irritieren, Alter, Hilfe. Dieser Violett ab, der Chef-Jamaikaner ist mir so am Arsch. Der Regen scheint in den nächsten 10 bis 15 Minuten stark nachzulassen. Du wirst wohl mehr Glück haben, aber trocken wird es nicht sein. Ich sag auch, dass der Fahrer hier einfach rausquittet und sich die Session der Box aufgibt. Perfekt. Also ich hab mir jetzt gleich hart vor der Fresse. Die Ghosting an? Nein. Perfekt, Digga, da ist er schon. Perfekt, der Bot in die Box. Der Cracker ist raus. Das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Perfekt, Digga, da wird gleich wieder ein asozialer Restart. Ach Mann. Für den Safety Car, Digga, nichts passiert. Monsunregen, hab ich doch gesagt. Ja. Monsunregen. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit das ist so ein Fahrer hier gefühlt. Das gibt's in F1? Ja. Ja, Bim. In Brasilien, Singapur und. Malaysia. Ja, wenn die noch gelb ja. Ja, aber warten die dann auch, bis alle Autos wieder hinter dem Auto sind oder bis es wieder zu trockener ist? Ich glaube, bei Monsunregen bleibt es drei Runden draußen. Ich hatte in F1 2019 auch Monsunregen in Hockenheim. Also von dem her. Ja, Deutschland geht das auch. Digga, ich dachte gerade, das wäre komplett ironisch gemeint, oder Scheiße jetzt. Nein, was ist denn los mit euch? Ja, guck mal, das hier schüttet, Digga. Ich sehe gar nicht. Ja, das war irgendwie eine gute Info. Das wusste ich nicht. Ja. Es wurde auch angezeigt, dass es blitzt und das ist immer, ja. Auch, dass Alex mal noch etwas nicht weiß. Ja. Das Ding ist, war gerade auch schnellster Runde-Kurs, Digga. Dann einfach bam. Wie viel Prozent hast du, Seppo? 20. Ah, 21. Und rechts hätte Rex-Reifen. Mann, jetzt hatte ich 2 Sekunden Vorsprung auf dem P6. Oder gehen welche Boxen? Der Typ fällt mir fast in den rein. Da gehen welche Boxen. Ja, ist aber nötig. Für Warning hat er denn Gelato eine. Okay, was? Erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auch nur wegen Kollision verursachen. Der Kommentator sagt auch neues Update oder so. Seit wann ist das? Linus, weißt du das? Ja, schon länger. Schon immer. Okay. Ich hab doch vorhin gesagt, Event 2019. Da war es auch schon, ja. Du hast halt nicht oft Monsunregen so. Ja. Oder vielleicht hatte ich das mal, aber dachte, es wäre von einem Bug oder so. Aber schon krass, wie es gerade regnet. Aber ich glaube, er meint, er hat gesagt, I don't think. Also, I don't ja, think. Oh, ja, Junge, dann ist das doch vor, Alter. Digga!
Ja. Kommt ganz, ganz asozialer Restart. So ein Ding. Free Reifen. Reifen. Junge, geiler Dreh. Och nee. Och nee, das ist. Ja, aber Linus sagt dir, wann es losgeht. Mhm. Ja, wow. Du sagst so in 3, 2, 1 und dann geht ihr beide aufs Gas. 3, 2, 1, Idealer. Digga, was macht der da so? Oh ja, und schon eine Sekunde fast draußen. Perfekt, Digga. Ich meine Restarts. Grüne Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Steffo ist auch noch dran. Jawohl, Damien ist an Gelato vorbei. Perfekt, Digga. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Die Reifen werden nicht mal heiß bei dem Monsunregen. Perfekt. Richtig geil. Kappa. Der Regen lässt nach wo? Die Flachsen? Chef hat eine Idee. Ich hab den Gelato so gefickt, Digga. Warum der jetzt ist? Perfekt, Digga. Digga, Damien ist ein Psycho, der fährt da. Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Nicht. Ja. Das Delta mit in der Kurve wieder, ne? Boah, ich raste gleich aus. Grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Digga. Hä? Wie der denn aufgeholt durch das scheiß verfickte WTF? Der bei 2 Zehntel. Er ist einfach unter einer Sekunde dran. Ich bin so schlecht bei Virtual Safety Cars. Boah. Ja, der war doch gerade auch unter einer Sekunde. Echt? Ja. Bin mir ziemlich sicher. Am Anfang war er nur, beim Virtual Safety Car war er langsam. Warum ziehst du früh in die erste Kurve? Ich hab Angst, mich zu verbremsen. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Okay, Abstand zum Teamkollegen? 4,1 Sekunden. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Der redet immer auf darüber mit dem Kommentar. Mit mir. Ist jetzt schon Interesszeit? Ja, der sagt mir, wie ich da reinkomme. Also wenn ich Reifenstatus frage. Ja, guck mal, der TNE Top Gun kommt auch richtig hart an, Benny Kellegmann. Ja? Was hat ihn jetzt überholt? Also hast du guter Call. Boah. Warte. Ja, safe, ja. Scheiße, muss ich jetzt weiterfahren. Boah, ihr seid weit auseinander, du wirst nicht so viel sein, oder? Ja, richtig guter Call, Benny. Oh, 79. Hilfe. Gelato 5 Sekunden. Let's go. Seppo, geht nicht rein. Alter. Gelato 5 Sekunden. Nee, Digga. Gelato 5 Sekunden. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ja, ja. Digga, scheiß auf den. Ja. Ich glaube, ich werde aufgehalten jetzt gleich. Seppo 10er. Nee, bist du. Ich meine jetzt gleich von den ganzen langsamen Pissköppen. Die Frage ist halt, wie viel Zeit hätte Seppo für euch gewonnen? Wenn du auf 3-7 gemacht hast, Seppo, stell auf 2-7 zurück. Mein Jeff sagt mir einfach schneller. Okay, Digga, schön mal. Schneller. So die Überholtaste. Perfekt, Digga. Es geht wieder nur ein, also es geht nur einer für Tori Boxen. Wer denn? Damien? Damien, ja. Ja, Damien, ja. 5 Sekunden für Sepp anscheinend. Ja. Ich hasse es. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Ach komm. Wie viel das auf gebracht hat. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ich habe kurz überlegt, das gleiche zu machen wie in Österreich. Mohamed Utas mit der schnellsten Runde, Männers. Damien ist nochmal auf Wets gegangen. LOL. Perfekt, Digga. Scheiß drauf. Hä? Der ist tot. Denkt der ist ein Stück. Der ist schon mal raus aus dem Rennen. Der Latte hat auch nur 5 Sekunden, das ist auch perfekt. Ich frag mich halt echt, was, wie viel Zeit Seppo verloren hätte, wenn er gleichzeitig boxt. Ja, fast sogar. Ich wollte die Runde vorher reingehen, weil da hat schon so ausgesehen. Ja. Deswegen sag ich ja.
Bei mir war auch recht knapp in der Boxeneinfahrt, ich bin mit 79 reingeschallert. Ich hatte 83. Das finde ich so geil an, Digga. Ja! Ja, ja Digga, das waren 20 Meilen, du Kackplatz, ne? Naja, Miles bei euch. Er geht wieder an die Box. Ja, muss er auch. Gibt er sich in das? Er gibt sich in das. Seppo 4. Seppo, Junge! Let's wow. Go! Ritter, was denn? Mit Strafe. Interview, oder sehe ich uns? Ja, die Junge auch noch 3 Sekunden. Hey. Es fehlen noch so viele, ich habe mir Zettel gemacht. Safety Car. Ach, Digga, scheiß drauf. Ey, dann kann Seppo abwecken. Was lächerlich. Kann ich? Findest du... Lächerlich, scheiße, Mann. Ganz schlechter Call, nein. Ja. Wenn Gelato schlau ist, geht er in die Box und setzt sie ab. Nö, perfekt, doch nicht. Seid gleich wild, Jungs. Schreibt schon mal in den Chat rein. Ibi! Jetzt wird's wild. Dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Ist ja noch relativ schnell. Ich schau genau auf deine Miles Power. Drei. Nein, warte, ich muss eben gleich ausbremsen. 3, 2, 1, go. Geht nicht. Such einzuhalten, halt rein. Halt rein. Mal direkt überholen, was denn? Muss ich wieder zurückgeben? Damien hat 5 Sekunden. Der ist wo? P9, alles gut. Nein, oh, Seppo. Halt das. Tja. Ich hab grad gepusht für die schnellste Runde. Nur haben wir den Test, hat irgendwas gemacht. Leute, kostet das. Hat er gerade gesagt, oder wie? Ja. Er hat Kackbrezel gegrüßt. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reise bis zum Schluss durchhalten müssen. So gut. Ach. Und mit Atas NF. Nein! Safety Car WTF, die Hurensöhne! Ich hab grad alles rausgefahren, Mann! Das ist gar nicht gut für Seppo. So ein Dreck! Für Seppo ist mies, ja. Er fährt mitten drauf, Digga, Gelato. Perfekt, Digga. 5 Sekunden. Geil. Ja. 5 Sekunden. Perfekt, Digga. Aua, und Schabi war so weit hinten zur Zeit. Top Typ, Digga. Digga, wie Box. Gelato Box. Tim, he drives, ja, ne? Drove hat sich so komisch angehört. Drove driven, man, what the fuck? Der Lato, der ist aufgegeben in der Box. Geil! Wichtig, nee. Seppo. Ja, aber der ist in der Box gegangen, Seppo. Das ist jetzt letzter. Das ist nicht gebracht. Seppo ist nicht letzter. Ja, auf Rennen, ja. Ich gar nicht. Ernsthaft. Ernsthaft. Hey, was ist da passiert? Ich stehe in der Box. Hä? Ich steh. Ah, jetzt, okay. Okay. Weil Gelato da steht? Ja. Also, ich muss jetzt. Ey, das kommt gleich schon rein, ne? Alles klar, jetzt wieder.
Aber momentan, Seppo, wärst du, wenn du drankommst, wärst halt Achter. Ich pushe gleich so mein Leben, Alter. Hilfe. Was heißt denn mit aberkannt? Das heißt, Wim, hast du jetzt 5 Sekunden aberkannt? Removed. Das ist sogar so. Ich alle Rot ist. Dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Er liebt ja diese Safety Car Restart. Diesmal 40 mph stark. Was denn? Digga, so stark. Die müssen sich jetzt fighten. Und jetzt? Ich hoffe, es. Du willst da halt beides Rennen gewinnen, deswegen. Hilfe, pusht jetzt seine Batterie. Alter. Wird nichts. Der hat nicht so viel gepusht, der hat noch 70%. Junge Chevy, du Mongo, Alter, komm doch mal ran auf Meter. Hilfe. Faxland auf P7, okay. Okay, Abstand zum Teamkollegen 6,1 Sekunden. Jawohl, Sieg. Heil. Was? Puh. Also Linus, speichert den Clip und dann schickst du mir gleich. Jo. Okay, er pusht mir etwas weiter aus. Nein! 6000. Ich hasse es. Digga, vorhin 14.000stel, jetzt 6.000stel. Ja, dann liegt das 32.000stel jetzt in dem Rennergebnis noch auf Podium drauf. GG. Ja, aber Seppo, du warst jetzt nur die paar Tausendstel von der 15.8 weg. Hm? Oder was? Da bin ich jetzt grad dumm. Ach, beim Race-Finish meinst du? Ich denke schon, ja. Weil Damien hatte auch 5 Sekunden. Ja, das war das vierte Rennen der BBB Champion Series. P8 jetzt am Ende für uns, 4 Punkte. Naja, Linus hat eigentlich gewonnen. Wird wahrscheinlich auch noch dann die Strafe aberkannt bekommen, deswegen mache ich jetzt mal keinen Punktestand am Ende. Ja, wie gesagt, etwas früher stoppen und ohne die Strafe in der Box wäre ich vielleicht aufs Podium gekommen. Vielleicht schaffe ich das aber nächste Woche im Bahrain.